Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Mini-WoW. Ja, heute natürlich wieder alleine und ich würde sagen, wir gehen direkt auf den Server. Ja, heute nehme ich diesmal nach dem Praktikum auf, also nach der Arbeit sozusagen. Ja, weil ich halt so Bock drauf habe und ich keinen Bock morgens hatte zu zocken. Ich bin halt nicht so ein Suchti. Okay, eigentlich bin ich schon recht süchtig, aber ich hatte morgens einfach mal null Bock zu zocken. Okay, süchtig würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Aber ja, in dieser Folge müssen wir Essen finden. Das ist aber erstmal nebensächlich eigentlich. Sondern hauptsächlich müssen wir jetzt erstmal Zuckerrohr finden. Und ich weiß nicht, in welche Richtung ich das letzte Mal gegangen bin. Ist aber auch relativ egal. Wir müssen halt nur. Ah ja, wir haben uns von der Border entfernt. Wir müssen halt nur ein einziges Zuckerrohr oder zwei. Ich bin mir nicht sicher. Müssten schon reichen. Mehr brauchen wir gar nicht, um uns ein Buch zu craften. Um dann dementsprechend, ja, wir brauchen halt auch noch Leder, um halt dementsprechend uns das ganze, den ganzen Verzauberungstisch erneut craften zu können. Ja. Okay, sehr einfach mal, das war jetzt etwas unnötig, dass ich den Fall verschwendet habe. Weil mit Hühnern können wir natürlich zum einen essen und zum anderen auch Pfeile craften mit der Feder. Deswegen kill ich jetzt einfach mal alle Hühner. Oder den Großteil der Hühner. Da diese zwei Vorteile mit sich bringen, die wir auch benötigen natürlich. Ja, die Border sieht nicht so aus, als ob sie sich nochmal verkleinert. Ich denke, sie wurde einfach mit World Edit gemacht. Aber es muss ja jetzt kein Meister-Varo sein. Die grundlegenden Sachen, wie das Plugin zum Kicken und zum Bannen, wenn man gestorben ist, beziehungsweise auch zum Bannen, wenn man die Aufnahmezeit aufgebraucht hat, besteht ja und das ist eigentlich für mich die Hauptsache. Ja, und wir sehen, uns geht das Essen wirklich so langsam dem Ende zu. Und dort ist nochmal ein Edgar. Hallo, liebes Edgar. Edgar. Ja. Natürlich müsst ihr jetzt die Vorgeschichte kennen. Ja, und heute Morgen habe ich. Ich muss zugeben, okay. Nee, das war gestern. Heute Morgen habe ich mich gar nicht gezockt. Ich will euch nichts Falsches erzählen. Aber ich hatte ja gesagt, ich hätte keinen Bock zu zocken. Das wäre jetzt etwas unlogisch, wenn ich. Ja, das war gestern endlich. Dort war für kurze Zeit wieder mein Optifine Cape. Ja, nicht da. Und ich habe gerade nicht darauf geachtet, ob hier Zuckerrohr war. Und hier ist einfach Zuckerrohr. Nice. Jetzt brauchen wir nur noch etwas Leder. Was können wir denn wegwerfen? Die Erde natürlich. Brauchen wir nur noch gleich etwas Leder. Und wenn wir das haben, können wir uns doch ein Buch craften. Oder wie sieht das Crafting-Rezept aus? Haben wir noch nicht noch Leder? Anscheinend nicht. Ich hätte wahrscheinlich noch Leder, aber hab's weggeworfen, ich Idiot. Aber okay. Das ist mal wieder meine Logik, dass ich nicht so weit denke. Ja, aber wer hätte schon so weit gedacht? Erstmal müssen wir uns, ich weiß nicht, wahrscheinlich ging es auch so, dementsprechend Papier machen. Ja, es ging doch nicht ohne Crafting Table. Ja, und dann nehmen wir das Ganze wieder mit und suchen noch einmal etwas Leder. Hier die Schlucht ist nicht gefährlich. Ich dachte, die ging tiefer runter. Aber ist ja auch egal. Ich weiß gar nicht, was das hier sind. Sonnenblumen? Seit wann gibt's die? Sind die jetzt neu gekommen? In 1.8. Beziehungsweise gab es die schon in den ersten Versionen oder sind die erst in der 1.8.5, ach 1.8.4 dazu gekommen? Ich habe sie noch nie irgendwie gesehen, aber liegt auch wahrscheinlich daran, dass ich kaum so was spiele, sondern mehr PvP. Das natürlich auch in sämtlichen Varianten. So gut wie alles, was es in PvP gibt, habe ich schon mal gespielt, zumindest was man so auf YouTube sieht. Da ich halt auch viel YouTuber selber persönlich gucke. Passt doch perfekt. Mein Hobby ist YouTube zu machen und natürlich auch dann YouTuber zu gucken. Ja, da verbringe ich sogar noch mehr Zeit, kann man schon fast sagen, wie mit Zocken. Ja, also zocke halt auch sehr gerne, aber man könnte schon fast sagen, dass ich fast sogar noch lieber gucke, wie andere zocken, als ich selber zocke. Obwohl ich persönlich auch selber gerne zocke. Ja, das ist halt immer so ein Zwischending. Vielleicht auch gleich gerne. Kann ich jetzt schlecht sagen. Ja, jetzt haben wir das Kaninchenfell unnötig mitgenommen. Wir brauchen halt nur etwas Leder von der Kuh.
Das müssten wir doch eigentlich gleich mal finden. Ja, 11 Level haben wir schon mal, also wir könnten gleich erstmal ganz gut verzaubern. Falls ich jetzt auch nochmal Zuckerrohr sehe, ich habe gerade nicht mehr so drauf geachtet, nehme ich das auch noch mit, vielleicht für Bücher. Also nochmal für Bücher, damit wir die vielleicht auch verzaubern können. Ja, weil jetzt bin ich nämlich nicht so schlau, dass wir einfach die Diaschuhe verzaubert haben. Aber gut. Ist jetzt auch nicht das Schlimmste. Wir müssen halt, wie gesagt, nur noch. Oh, sieht die Sonne gerade geil aus. Wir müssen jetzt halt nur noch, wie schon erwähnt, Kühe finden. Auf offener Fläche müsste es doch eigentlich immer recht einfach sein. Aber wahrscheinlich wurden die schon alle abgefarmt. Deswegen, ja, ist aber einfacher als Zuckerrohr auf der Map zu finden. Weil Kühe sind natürlich, denke ich mal, deutlich sichtbarer. Und was ist das? Sieht schon geil aus. Sieht ein bisschen so aus wie Skyblock, weil das hier alles so in der Luft schwebt. Dort hat sich anscheinend noch keiner hochgebaut. Aber die sind ja eigentlich nie oben. Also von daher wird da auch nichts Großartiges sein. Ja, und der Tag neigt sich auch langsam dem Ende. Ja, und wenn wir jetzt noch Kühe finden, dann haben wir eigentlich schon das meiste für die Folge gemacht. Das ist jetzt eine 30-Minuten-Folge, also wir können noch relativ viel verzaubern. Also, ja. Hoffen wir mal, dass das Zuckerrohr gereicht hat. Ne? Kann auch sein, dass wir 4 Papier brauchen. Das wäre natürlich extrem mies. Deswegen gucke ich jetzt mal eben nach, weil mich lässt es jetzt gerade keine Ruhe. Ja, das gucke ich eben ganz schön im Internet nach, falls ihr nicht wisst, wie ich das gerade nachgucke. Deswegen stehe ich auch gerade so auf rum. Ihr seht das dementsprechend auch nicht. Minecraft-Buch. Craft-Rezept. So. Ja, 3 Papier passen perfekt. Bloß sieht es hier irgendwie anders aus. Muss man Leder oder nicht? Weil mir wird eins vorgeschlagen, wo man nur 3 untereinander macht. Ich weiß nicht, ob man das auch machen kann. Ich will das Ganze mal probieren. Ne. Haben sie mich wohl angelogen? Ja, sonst halt so anders aufgeordnet mit einem Leder. Also wir brauchen ein einziges Leder. Komm, das müssten wir doch hier wohl finden. Ich meine, die Ressourcen, wenn sie abgefarmt sind, sind dementsprechend auch selten. Aber eine einzige Kuh müssten wir doch finden. Ich meine, so viele Leute haben jetzt hier auch nicht mitgemacht, dass das komplette, ja, dass hier komplett keine Kühe mehr sein müssen, weil die brauchen ja auch nur ein Leder. Und da ist eine Spinne. Ich dachte, das wäre eine Kuh. Ich habe mich schon gerade übelst gefreut. Aber zu früh gefreut. Gut ist, dass wir schon so gute Rüstung haben, dass wir kaum Schaden bekommen. Ja, Essen haben wir auch nochmal ordentlich bekommen. Aber bald müssen wir dann unbedingt nochmal unser Schwert reparieren mit Eisen. Das kann man ja ganz leicht aktuell machen. Oder ja, eigentlich aktuell, nicht aktuell, kann man eigentlich ganz einfach so machen. War jetzt natürlich auch schon vorher so, deswegen weiß ich nicht, warum ich aktuell gesagt habe. Aber nun gut. Ist ja egal. Ich habe schon beinahe gerade meinen Pfeil verschossen. Aber die Bo Bögen halten, wie ich gehört habe, immer relativ lange oder wie ich auch schon mitbekommen habe. Ja, hier müsste anscheinend noch so ein bisschen Lava sein, genau. Nicht, dass hier sich irgendjemand eine Base mit Fackeln gebaut hat, wovon ich nicht ausgehe. Ich dachte schon, da hat sich jemand versucht durchzubauen. Und was ist da? Natürlich ein Skelett auf einer Spinne. Richtig nice. Aber dass er so wieder groß wird, ist ein bisschen unrealistisch. Der hätte dann so klein bleiben müssen. Das wäre richtig lustig gewesen. Nur gut. Oh, jetzt habe ich gerade ein bisschen gezittert. Oh, warum zitter ich denn so? Ich weiß gar nicht, was los ist. Aber es kommt schon mal vor. Und hier ist wieder Zuckerrohr. Nice. Zack. Oh. Zack. So. Ach komm. Okay, das Zuckerrohr behalte ich erstmal so. Das kann eh weg. Okay, dann geht's mal weiter. Die Enderperlen verwerfe ich natürlich nicht.
Die könnten wir jetzt schon nochmal dringend für den Kampf gebrauchen. Das heißt, wenn wir uns zurückziehen müssen, Enderperle, Goldapfel, Snacken und wieder drauf. Möglicherweise sogar noch eine Enderperle dafür verwenden. Dann einmal zum Flüchten, dann Goldapfel und dann zum Hingehen wieder. Ja, ist eigentlich eine relativ gute Taktik, die ich mir da so ausgedacht habe. Und wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, aber vielleicht, das ist nicht sehr unwahrscheinlich, aber auch nicht sehr wahrscheinlich, kriegen wir hier jetzt noch eine Enderperle raus. Ja. Nein, natürlich nicht. Wie soll es denn auch anders sein? So, tschüss, tschüss. So. Und vielleicht kriegen wir ja hier noch eine Enderperle raus. Also wir brauchen halt nur noch diesen einen verkackten Leder. Ich verstehe nicht, warum hier einfach keine Kühe sind. Und nice, eine dritte Enderperle. Ja, läuft doch schon mal ganz gut mit den Sachen. Jetzt bräuchten wir noch ein besseres Schwert und wir halten uns fern von dieser Hexe. Oh, was haben wir bekommen? Langsamkeit. Hä, wie kann die denn Trank auf uns werfen? Naja, die Warp Powder nehmen wir mit. Ist jetzt natürlich extrem nervig. Aber müssen wir mit leben. Ist ja auch nur noch für 40 Sekunden da. Ja, es müssten in diesem Texture Pack Schafe sein. Also auch leider keine Kuh. Mal gucken. Können sie ja mal spaßeshalber einfach killen. Schadet ja jetzt nicht, außer vielleicht ein paar Sekunden Zeit. Ja, und hier sieht man noch das Fleisch und aber kein Leder. Ja, wir brauchen halt nur diese eine scheiß Kuh. Hier ist doch eine Kuh, oder? Ja! Nice, 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 nice. Das freut mich jetzt gerade richtig. Unnormal, eigentlich, dass mich sowas, solche Kleinigkeiten gerade freuen. Aber wir gehen jetzt hier in diese Höhle rein. Ich weiß nicht, ob wir hier schon jemals drin gewesen sind. Wahrscheinlich waren wir hier mit Kleckshammer drin. Weil wir das halt hier so komisch zugebaut haben. Könnte ich mir sogar gut vorstellen. Aber auch ein relativ guter Rückzugsort gerade. Und da ist unser Buch. Nice. Freut mich gerade mega. So. Ein Dia hier und ein Dia hier. Und dann noch ein Buch oben drauf. Und wir haben es wieder. Puh, nice. Hat uns jetzt ein bisschen Zeit gekostet, dieses ganze Geschehen. Aber daraus lerne ich, immer den Verzauberungstisch mitzunehmen. Verstehe auch nicht, warum die es geklaut haben, als ob die noch keinen hatten. Aber gut. Nein, das wollen wir nicht. Da wollen wir den Amboss für verwenden. So. Zack, zack. 11 Level. Aber gut. Müssen wir machen. Okay. Tschüss, Level. Aber müssen wir wohl machen. Okay. Ich überlege gerade, was wir noch machen konnten oder können. Ich glaube, wir werden uns jetzt einfach mal ein paar, einfach so ganz, einfach ein paar Rüstungsteile machen und sie dann verbinden. Schutz 2 Helm haben wir schon mal, dann machen wir uns jetzt einen Brustpanzer. Komm, schadet ja nicht. Schadet denn daran? Ich denke, nichts. Wir haben jetzt natürlich nicht mehr. Oh doch, wir haben Stack, also habe ich gerade gar nicht gesehen. Ich dachte schon mal, wir haben durch den Amboss relativ viel verloren, aber dem ist ja gar nicht so. Okay, da bekommen wir schon mal nichts Gutes raus. Dann direkt eine Hose machen. Ich werde jetzt auch mal trotzdem Schuhe machen, auch wenn wir schon die Schuhe haben. Trotzdem werden wir jetzt erstmal Full Iron erstmal relativ gut verzaubern. Haltbarkeit, JJ. Es fehlen halt wieder die scheiß Level, aber Schutz, nice. Das ist schon mal ganz gut. Dann können wir jetzt das. Wo ist das Lapis hier? Schutz. Nice.
Wahrscheinlich können wir es jetzt gar nicht mehr verbinden, aber man kann es ja mal versuchen. 5, 5, okay. Also so oder so 5. Ja, dann nehme ich es jetzt mit alles. Den Amboss können wir gar nicht mehr mitnehmen. Was schmeißen wir da wohl weg? Ach komm, Federn, ist mir jetzt egal. Kohle, die paar. Haben wir da jetzt Federn? Okay. Ja, gut. Ich würde sagen, wir müssen so oder so. Ja, okay. Der Nether ist jetzt da, habe ich gerade ganz vergessen. Dann gehen wir zum ersten Mal in den Nether. Ich hoffe, ich werde es nicht bereuen direkt, wenn die da jetzt direkt eine Falle gebaut haben. Es könnte sein, dass wir jetzt sterben dadurch. Es könnte sein. Aber dann werden die auch gebannt. Und vielleicht bekommen wir dann durch den Owner, indem er in den Kreativmodus wechselt, unsere Sachen wieder verzaubert. Ach ja, also unsere Sachen wieder. Und wir werden entbannt. Könnte ich mir gut vorstellen, weil das ja gegen die Regeln. Zumindest im anderen, weil sonst wäre es ja unfair, wenn dann halt jemand ein bisschen später in den Nether kommt und instant stirbt beim Eintritt. Ja, also es könnte jetzt wirklich sein, dass wir dadurch sterben, aber ist mir jetzt gerade relativ egal, weil ich weiß, dass wir unsere Sachen dann wiederbekommen müssten. Wir dürfen nur nichts machen. Ich nehme jetzt einfach nur ein Steak oder irgendwas anderes in die Hand. Oder Verzauberungstisch. Lieber kein Schwert, weil bevor wir aus Versehen schlagen und uns dann die ganzen Pigments angreifen, das ist schon praktisch schon unser Tod. Und dann, ja, ist wirklich schon praktisch schon unser Tod dann. Weil im Nether zu sterben, ist echt schlimm. Ich werde auch nicht Strip meinen oder so eine Kacke, das haben andere schon mal versucht im echten Varo. Ja, zum Beispiel Stegi, ist ja in Varo 1, glaube ich, daran verreckt, da er ein bisschen gestrip meint hat und dann war, glaube ich, ein Loch mittendrin und dann ist er runtergefallen und der Fallschaden verreckt. Das möchte ich mir eigentlich nicht haben. Und deswegen, ja, dementsprechend müssen wir mal gucken. Vielleicht ist der Spawn ja bei 0-0. Dann müssen wir auf jeden Fall in diese Richtung. Und dann können wir uns ja schon mal vielleicht vor dem Spawn positionieren. Aber es sieht so aus, als wir haben noch mega lange Zeit. Also wir können schon theoretisch reingehen. Und dann dementsprechend gucken. Und vielleicht dann irgendein bisschen einbauen, nachdem wir ein paar Level gefarmt haben. Oder vielleicht sogar zurückgehen und dann irgendwie uns draußen positionieren für die nächste Folge, weil ich halt keinen Bock habe, instant zu sterben. Sei es an Mobs oder Lava oder anderen Spielern, die uns sogar auflauern. Ist ja alles möglich. Ja, dann gehen wir. Wir sehen jetzt hier schon, das finde ich recht gut gemacht, dass wir halt nah am Spawn sind, in dem hier dieser Strahl hoch ist. Ich weiß nicht, wie man das Ding nennt, aber ist relativ gut gemacht. Und das Nether-Portal steht noch. Kann man auch, glaube ich, nicht abbauen. Werde ich jetzt auch gar nicht versuchen, weil es eher unnötig ist. Und wir können jetzt daran verrecken. Habe ich mich gerade erschrocken. Sondern wenn ich kein Pikmin. Also da habe ich mich schon mal extrem erschrocken an dieser Geschichte. Aber okay, also sieht schon alles relativ abgefahren aus. Hier war auf jeden Fall schon jemand. Und wird auch noch vielleicht jemand sogar sein, wenn er sich nicht ausgelockt hat. Also wenn er sich hier ausgelockt hat, meine ich damit. Und diese Dinger sind so nervig, ne? Ja, also da muss man auf jeden Fall schon sprinten. Ich hatte mich gerade überlegt, nicht zu sprinten, weil unser Essen halt nicht viel, nicht so knapp, aber schon etwas knapper wird. Und wir leveln dadurch wirklich extrem schnell. Ja, ne, sei schon einer der besten Plätze zum Leveln. Ja, noch 10 Minuten. Ich dachte, uns joint gerade jemand nach. Aber wir sehen noch 10 Minuten. Da können wir uns jetzt direkt ein Protection 2 Brustpanzer machen. So, zack, zack. Oh, Amboss, ich Idiot. Ich muss ja einen Amboss aufstellen. Manchmal bin ich ein wenig bekloppt.
So. Zack, 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 zack. Schutz 2, Haltbarkeit 1. Ja, direkt machen. Nice. Sind wir schon mal ganz gut equipped. Wir brauchen halt wirklich. Theoretisch bräuchten wir nochmal ein Schwert. Das könnten wir machen. Würde zwar extrem viel kosten, aber es bringt uns wirklich unglaublich viele Vorteile. Ja, wir brauchen zwei. Vier bräuchten wir davon. Vier Schwerter. Bringt uns einen unglaublichen Vorteil. Und wir können uns auch genau vier machen von den Sticks her. Bringt uns einen unglaublichen Vorteil. Das werden wir jetzt machen. Drei, vier. So. Zack. Vier Schwerter. Ja, das muss gemacht werden. Dieses Inventar nervt mich gerade so mega an. Komm. Das kommt jetzt einfach weg. Schließe ich einfach mal so. Okay. Wenn unser Platz nicht ausreicht, wissen wir ja, was wir wegwerfen müssen. So. Gut. Dann können wir jetzt ja schon mal ein bisschen verzaubern. Oder zumindest eins. So. Ah, ist jetzt auf zwei gelockt. Damit bauen wir es halt noch mal ein bisschen ab. Ja. Also ich möchte, wie gesagt, nicht daran verrecken an Lava. Vor allem, weil meine Nether noch länger brennt als in der normalen Welt im Prinzip. Ja, ich denke, da oben ist ein ganz guter Platz, wenn jetzt hier nicht gleich Lava aus der Decke kommt. Ja, okay, da waren auch nur zwei Stück. Ah. Hier ist wahrscheinlich. Nee, ich dachte, das hätte jetzt extra jemand gemacht und hätte sich hier versteckt, aber war doch nicht so. Glowstone, okay, brauchen wir alle nicht. Und das ist gerade extrem gefährlich, aber ich gehe einfach so drüber, ne? Ich gehe einfach so drüber, ganz entspannt. Ja, geht ja noch eigentlich ein bisschen vom Platz her. Ist ja noch akzeptabel, scheiße, scheiße, scheiße. Guck mal, wie lange ich brenne. Im Nether können wir uns nicht löschen. Wenn wir auf zwei Herzen runter sind, dann werde ich den Goldapfel snacken müssen. Okay. Wir hätten zwar aufgehört zu brennen, aber das war für unser Leben. Das war jetzt gerade so extrem heftig. Netherfestung ist da oben sogar nice. Aber das wollen wir jetzt eigentlich noch nicht machen. Sondern wir wollen eher das Quarz. Wenn wir noch 5 Minuten haben, werde ich mal gucken, vielleicht noch ein bisschen abbauen. Aber den Rest müssten wir dann wohl erfahren. Ach, müssen wir uns neu positionieren. Wir sehen auch noch da hinten das Nether-Portal. Ist ganz gut. Ich werde mal einen Screenshot von den Koordinaten machen, damit wir auch noch zurückfinden. Ist zwar jetzt nicht genau da, aber ja, notfalls können wir natürlich auch die Folge ansehen. Aber war jetzt eigentlich schon ganz gut, dass ich das Feld geöffnet habe. So, Level 5. Das ist jetzt auch extrem dumm, was ich mache, aber ich wusste in diesem Fall, dass dort nicht unbedingt was oder eigentlich zu einer großen Chance keine Lava ist. So, zack. Ja, und unser Essen wird halt extrem knapp, deswegen müssen wir in der nächsten Folge oder in der übernächsten spätestens mal ein wenig essen. Suchen, habe ich gerade einen Schock bekommen. Wäre ich da jetzt runtergefallen, wäre es für immer gewesen. Dann wäre Varro nicht da, dann wäre vielleicht Mini Varro 2 irgendwann gekommen. Aber dann hätten wir jetzt dieses Projekt beendet an dieser Stelle. Hoho. Ist gerade extrem dumm, was ich da schon wieder mache. Aber ich riskiere es. Komm, ich riskiere es einfach. Wenn ich jetzt sterbe, wenn ich. Mega dumm, aber man kann nichts dran ändern. Und ich bin schon bei der Lava weg. Also, wenn wir jetzt runterfallen. Ja, okay. Ich riskiere es lieber nicht. So, jetzt. Zack, 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 zack. Noch ein bisschen bauen. Okay, also ich habe Angst, darunter zu springen.
Ich glaube, ich gehe lieber hier. So, und jetzt runter. Okay. Nice. Weil hier ist noch extrem viel Quarz überall. Das ist ganz gut für uns. So. Hält jetzt immer ein bisschen Abstand. Okay. Die EP bekommen wir. Ein Teil des Quarz fliegt in die Lava, aber das Quarz ist erstmal nebensächlich. So, zack. Zack, zack. Guten Tag, Schwein, was geht ab? Dann das, zack. Wo ist das? Ah, das Lab ist zwar schon drin. Komm, wir müssen jetzt auf das Level machen. Sonst kommt nichts Besseres. Okay. Dann haben wir nur noch 5 Minuten. Nee. Also wir haben noch etwas länger. Schärfe 1, Schärfe 1, Schärfe 2. So, mal gucken, wie viel's. Schärfe 1, perfekt. Können wir noch eins machen? Hier. Das letzte Rückstoß. Okay. Das machen wir lieber nicht. Vielleicht jetzt mal gucken. Schutz 1. Nice. Dann haben wir hier schon mal Schutz drauf und bauen das Ganze wieder ab. So, zack. Oh, ich habe mich gerade voll erschrocken. Aber wir müssten jetzt wieder hier rüber. Natürlich extrem schlau. Oder wir gehen einfach hier weiter und dort müsste auch noch genug Quarz sein. Ja. Zwar ein paar Magma-Slimes, was jetzt extrem gefährlich sein könnte für uns, aber ich riskiere es einfach. Wenn wir noch 5 Minuten haben, werde ich erst noch von dieser Festung weggehen, weil es schon extrem gefährlich sind. Ich meine, die Pigments sind die einzigen, die uns nicht angreifen. Zwar auch die meisten im Nether vertretenen Mobs, aber es sind halt auch ja andere da und die greifen uns halt dementsprechend an. Und wir wollen ja jetzt nicht verrecken. Und ich baue mich gerade über die Lava. Und mir ist es schon mal passiert in Bedwars, dass ich daran verreckt bin, dass ich einfach runtergefallen bin. Und wenn mir das jetzt passiert, wenn ich jetzt hier runterfalle, wie ich es einmal in Bedwars geschafft habe, dann war's das. Aber es sieht relativ gut aus, dass wir das Ganze überleben. Vor allem, weil wir auch kein Gas hören. Und wenn wir jetzt ein Gas hören würden, wäre es schon praktisch schon da tot. Weil er uns hier ganz einfach easy peasy runterschießen könnte. Aber wir haben keinen gehört. Oder es gab keinen, besser gesagt. Und dann würde ich sagen, Schutz 1, Schutz 1, Schutz 1, Schutz 1, kostet 5, okay. Aber wir können das Ganze jetzt mal versuchen zu verzaubern. So, zack, Schärfe, nice. So, das war schon mit dem Verzauberungstisch. Jetzt müssten wir nur noch ein paar Level haben, um uns das Ganze zu kombinieren. Dann hätten wir schon mal ein Schärfe 4 Schwert, wenn wir jetzt genug haben, um uns das Ganze zu kombinieren. Da müssten wir jetzt erstmal noch ein paar Levelchen machen. Aber, okay. Bin gerade etwas vorsichtig, deswegen spiele ich auch gerade so komisch. Aber besser vorsichtig als verrecken. Okay, Level 5. Wir können uns jetzt erstmal die Sachen verbinden. Schärfe 2 und Schärfe 2. Das kostet 5. Und ich werde in 30 Sekunden gekickt. Das heißt, dass wir uns hier einbauen sollten. So. Okay, perfekt. Ja, ich warte jetzt einfach mal, bis wir noch gekickt werden. Ja, eigentlich eine richtig produktive Folge, muss ich sagen. Zumindest produktiver als die anderen. Wir können uns in der nächsten Folge ein Schärfe 4 Schwert machen, das was extrem nice ist. Deswegen, vielleicht kann ich es auch gar nicht abwarten und werde schon morgen früh aufnehmen. Wir können uns zum einen Level, Schärfe 4 Schwert machen. Dann können wir uns noch mehrere Protection 2 Sachen machen. Was auch extrem nice ist, natürlich. Und ja, dann sind wir schon mal mega gut equipped, weil am Samstag ist das Varo-Finale. Deswegen kann es sein, dass ich
zwei Folgen am Tag raus, so, damit wir das Ganze auch wirklich schaffen, weil angeblich wäre das wahre Finale da. Das heißt, wir können nicht auf Voldia gehen. Also ich habe eigentlich keinen Bock auf das wahre Finale, aber die meisten sind halt noch nicht so OP-equipped. Das heißt, wir müssen uns wirklich jetzt mega ranhalten in der Folge, um gutes Equip zu bekommen. Aber man kann nichts versprechen. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ja, das ist jetzt so ein kleines... Ja, bald kommt das Finale. Ja, war eine extrem coole Zeit und ich hoffe, sie wird noch extrem cool weitergehen. Ja, dann bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao.